Sehr matschig, rutschig. Oha. Oh. Und ausgerechnet heute keine Actionkamera dabei. Abschwang waren das. Da geht's noch weiter. Und jetzt? Drunter oder drüber? Ach herrje. Oh, toll. Na, 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 na. Au, au, au. Ah. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh, au. Ah. Was zum alten Mann auch noch alles zugemutet wird hier. Boah, geschafft. Hi und hallo, Potternander hier. Wir sind unterwegs, mal wieder, im harten Lockdown. Ganz Corona-konform im Stadtwald. Und laufen einfach mal von zu Hause runter zum See. Bisschen Heimatwandern. Ist jetzt schon geil. Kleine Strecke gefunden, die uns so ein bisschen abseits der üblichen Wege führt. Und sind jetzt gerade an der Klusenkapelle. Und ich freue mich schon, wieder unglaublich den Baldener See zu sehen. Herrlich. Ihr auch? Dann kommt mit. Zur Kluse. Das bisschen was davon, da kann man die Bäume festmachen. Ja, das stimmt. Sonnencreme, es fehlt Sonnencreme. Wir haben den, was haben wir denn? Kurz vor Heiligabend. Was ist das Datum? 19. Jo. Wie immer auf den Spuren. Ladies and Gentlemen, may I invite you? Please welcome Mr. Herman.
Hindernis über Hindernis. Oh, das ist die Treppe nach Mordor. Ui. Gleich kommt der Gollum hier hoch. Ja, auf jeden Fall schöne Aussicht heute. Da denken sich auch viele, viele andere Menschen. Wir sind ja unterwegs auf der Nordseite des Baldeneysteigs, auf den Ruhrhöhen und waren dann gerade in der Nähe unmittelbar der Korteklippe und der Ruine Isenburg und haben jetzt hier auch einen wunderbaren Aussichtspunkt erreicht, den ich jetzt hier aber nicht betreten werde. Ansonsten sind hier doch relativ viele Leute unterwegs. Und wir laufen weiter Richtung Heimliche Liebe, kommen von der Schwarzen Lehne, die jetzt nicht mehr so heißt, wusste ich jetzt auch nicht mehr. Und dann geht's wieder über den Stadtwald nach Rüttenscheid. Auf geht's! Jo, so langsam sind wir wieder im Stadtwald angekommen. Keuchend. Keuchend. Das war jetzt mehr als wir uns eigentlich, also wir haben eins gar nichts vorgenommen, aber... Das ist auch mehr geworden und vor allen Dingen anstrengender. Schweißnass gebadet und das bestätigt ja auch immer wieder meine Erkenntnis oder die Theorie, dass in Essen immer wieder bergauf geht oder du hast Gegenwind. Ah. Jo, auf dem Pilgerweg befinden wir uns auch. Im Bistum Essen. Ja, und ebenso viele Leute waren noch unterwegs, ne? Ach ja, es haben sich Glühweinschlangen gebildet. Naja, kann ja jeder machen, wie er will. Ich brauche nur 1-2 Liter Wasser gleich. Jo, und dann sind wir auch schon bald wieder daheim. Das war doch schon wieder für heute. Angekommen, daheim. So. Puh. Also, wilde Wanderwege, möchte ich sagen. Und doch wieder Unerwartetes entdeckt. Hat mir sehr gut gefallen. Wieder Wege kennengelernt, die direkt vor der Haustür lagen. Und die ich immer noch nicht gegangen bin. Also, Heimatwandern at its best. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn ich gleich die heiße Dusche genossen habe. Jo, dann bleibt mir nur noch schönes Wochenende zu wünschen, schönen vierten Advent, kommt gut durch die Weihnachtsfeiertage und wie immer, vergesst das Rausgehen nicht. Bleibt gesund, euer Schrömi von Potananda. Ciao.
Musik.